Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Pack Opening. Es ist soweit, für 2500 können wir einmal eine Bestechung für Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen ziehen plus nochmal 10 seltene Vorräte. Und das werden wir uns jetzt gönnen in dem Video. Bleibt dran bis zum Schluss. Was werden wir für Waffen ziehen? Los geht's. Gleich haben wir Glück und ziehen gleich noch eine Waffe hier. Na, vorhin ist scheiße. Na, gehst du. Plus 10 Kryptos. Naja, aber wir gucken uns das mal an. Verwirrung. Sieht's aus. Naja. Gleich das nächste Back hinterher. Komm, gib mir eine Waffe oder eine geile Geste. Visitenkarte ist auch schön. Und eine Geste. Gäschenhüpf. Gäschenhüpf, das sagt eigentlich schon der Name. Aber ich will mir es auf jeden Fall trotzdem angucken, wenn wir schon Juli-Schmuggelware haben hier. Gäschenhüpf. Hüpf, 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 hüpf. Ja, geil. Wird auf jeden Fall erstmal genommen. Und das nächste Back. Ist wieder eine Geste. Folie ist scheiße und Ritual für die HV kommt 30. Sieht ja nicht so schlecht eigentlich aus. Kommt jetzt noch was Schönes hier. Dreifache Gefahr, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Schon wieder Juli. Für unseren Auto-Heiler, da schauen wir gleich mal. Oh, da ist wieder der Happy Dance. Den hat man ja in der letzten Folge auch schon mal gezogen. Weiter geht's. Komm. Na, wieder nur eine Variante und wieder eine Geste. Klatschen. Ja. Plus 5 Kryptos ist eigentlich das Beste, was wir gezogen haben. Ich bin nicht so der Freund von den Varianten, weil es bringt mir nichts. Komm. Ja, viel Liebe. Und Sturm für die B06. Sieht nicht schlecht aus. Ich meine, Sturm kennt jeder. Also brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht anzugucken. Komm, Fußfeger. Wieder eine Variante und Staub. Jojo, würde ich sagen. Ne? Oh, da ist Phoenix für unseren Auto weiter. Und schon wieder Juli-Schmuggelware. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Beides würde ich sagen. Erst gucken wir uns die Geste an. Das nehme ich. Das sieht cool aus. Jetzt gucken wir uns auf jeden Fall noch die Körpertarnung an. Oh ja. Oh ja. Ist richtig nice. Jo, gleich mal ausrüsten. Bleibt doch gleich so. Wir haben noch zwei Versuche. Komm und gib mir eine Waffe vielleicht. Ja, gehst du wieder. Und das Back war scheiße. So, das letzte Back. Mit einem hat es angefangen und hinten raus war es doch schon wieder. Naja, Firebreak. Ich glaube, die hat man schon. Wir gucken uns das Ganze mal an für unser Firebreak. Ne, hat man noch gar nicht. Ja, sieht eigentlich ganz lustig aus. Ist zwar ein bisschen auffällig, ne? Aber naja, wir lassen es mal drauf. Wir fangen nicht mit der Fernwaffe, nein, wir machen natürlich erstmal die Nahkampfwaffen. Und los geht's. Was werden wir ziehen? Hoffentlich nicht, was ich schon hab. Na, die Basie habe ich noch nicht. Das ist geil. Winston haben wir endlich mal den scheiß Baseballschläger. Dann kann ich erstmal ein paar Headwags schlagen. Saugeil. Und jetzt kommt noch die Fernkampfwaffe. Und mit viel Glück, mit sehr viel Glück, krieg ich mir endlich mal die Farmers oder die Waffen, die wir noch nicht gezogen haben. Los geht's. Komm jetzt. Da ist die MU. Leck mich ab. Alter, was für ein Back. Was für ein Back. Zwei weniger Kopftarnung, die MX gezogen als Waffe. Und ich bin Ruin. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Das wollten wir uns angucken. Jawohl. Das ist nice. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Schalte im nächsten Video ein. Vor allen Dingen auf der Endkarte findest du das letzte Pack, was wir geöffnet haben. Da hat man auch richtig geile Sachen gezogen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Pack, wenn es heißt Pack Opening hier auf euren Texas Help. Macht's gut.